Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play World in Conflict Soviet Assault. Wir befinden uns an der Stelle, wo wir das letzte Mal geendet haben. Wenn Fraps auch mitmachen würde, das wäre schön. Ach, bitte, jetzt das kann jetzt. Ja, danke. So, ja genau, wir befinden uns immer noch hier. Hier sollten wir den... Ja, Sir, einsatzbereit. Hier reparieren. Bringe in Gebäude ein. Nee, warte mal, bleib mal kurz zurück. Hier. Brauch mal kurz hier meine Truppen. Ja, dringend mal den Gebäude ein. Das ist mir echt ziemlich egal. Er rennt mal. So, Bradley. Ja, wir nehmen jetzt nämlich hier die Plaza hier ein, damit wir hier Luftunterstützung reinbekommen, weil sich hier beim King Dome, dieses riesige Gebäude hier, haben sich ein paar Zivilisten verschanzt. Und aus diesen Gründen müssen wir den Platz hier noch säubern. Ja, feuer mal bitte Tor ab. Die einfach vorrücken, ohne irgendwie eine Chance zu haben, das ist natürlich auch geil. Ah, da drüben die Flak wird auch schon angegriffen, das ist schön, aber ihr sollt jetzt mal bitte das angreifen. Ja, meine Truppen helfen da drüben aus, das ist auch schön. Hopp, macht die mal jetzt hier nieder. Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh ja, Baum fällt. Und noch eine Tow, bitte. Ja, das ist ja gleich tot. Gut. Ja. Ja, was ich noch sagen wollte, mir ist aufgefallen, dass ich in der letzten Folge ein bisschen wenig geredet habe. Ich versuche das diesmal zu ändern. Das Problem ist immer nur, ich bin immer von dem Spiel dann total gefesselt und dann fällt es mir schwer, dabei noch irgendwie zu reden. Und, naja, aber ich versuche mich zu bessern und ich schaue mal, dass ich auch bei den nächsten Folgen dann eventuell ein bisschen Hintergrundinformationen bringen, zum Beispiel zum Bradley, den wir hier gerade fahren, also zu den Sachen, die hier einfach verwendet wurden, die Geschichte auch von dem Spiel vielleicht. Das können wir mal schauen, ob ich da was rausfinde. So, wir haben immer noch hier hinten. Wurde gesäubert. Wir sind schon dabei, Verstärkung reinzubringen. Over. Hotel 29, hier Hotel 6. Landezone. Formation halten und nach Feinden Ausschau halten. Die dürfen ja bald wieder zurück sein. Hotel 6, over. Ja, wir werden jetzt dann mal schauen, dass wir das jetzt hier. Ja, cool, jetzt kommt Infanterie. Auch keine Infanterie eigentlich. Ihr sollt doch die Zivilisten abholen und nicht Leute absetzen. Will mich verarschen? Ja, okay, es geht weiter. Cool. 25 Minuten später. Und dann. Ah ja, jetzt fahren sie dann alle weg. Ja, jetzt kommen die Zivilisten raus. Jetzt haben wir das. Das ist so abnormal. Ist auch geil, wie die immer diese 90 Grad Kurve fahren können. Einfach mal geradeaus und im nächsten Moment stehen sie auf einmal und sie sind gerade rechtzeitig fertig geworden und jetzt wird's natürlich. Boom, 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 boom. Der King Dome. Ich weiß gar nicht, ob es den wirklich in Seattle gibt. Die Artillerie hat den King Dome schwer erwischt. Die Schauplätze auf der Liste dargestellt sind. Die Zivilisten hatten verdammtes Glück, dass ich da war, um ihre Hintern zu retten. Aber jetzt sollten wir machen, dass wir von hier verschwinden. Ja, wir sind schon viel länger hier, als für uns gut ist. Henson hier. Du bist der Überall Beste. In der Stadt sind Truppen festgenagelt. Wir müssen sie rausholen. Ist doch ein Witz. Ihre Leute müssen schon allein klarkommen, Sergeant. Wir können nicht länger bleiben. Jo, bin ich dafür. Sie können uns doch hier nicht sterben lassen. In Na gut, verdammt. Parker, Sie erledigen das. Ich kann es nicht riskieren, dorthin zu gehen. Wir rücken aus. Na klar. Gut, Sie haben es eh ein Homo, diese Bennett. Helfen Sie ihnen, das Sorry, Gebiet aber. Zu säubern. Vorher haben den Panzer erwischt.
Ich muss dann nochmal schauen, ob die hier dann auch wirklich so bleibt. Oder nicht. Danke, Sir. Haben wir da hinten? Jetzt sind nur noch ein paar Leute übrig. Unsere Landezone, besteht die noch? Ne, die besteht nicht mehr. Die muss ich aufpassen, dass die halt hier nicht wegkommt, meine Landezone. Besser voran. Panzer ist kampfbereit. Das mache ich doch schon. Das habe ich doch schon lange gefehlt. Wir brauchen Verstärkung, verdammt! Oh Gott, ist da draußen jemand? Ich habe gerade meinen Funker verloren und nur noch ein Magazin! Durchhalten, Bravo 4! Wir holen sie da raus! Verstanden! Ich ziehe mich zurück nach... Sergeant Hansen. Bravo 4! Ja, bitte melden! Was soll denn das jetzt wir hier? Wir haben sie gefunden, Lieutenant! Wenn sie ihnen helfen können, das Gebiet zu säubern, dann können sie verschwinden! Sergeant, hier kommt ein Fallschirmspringer. Der Fall wurde neutralisiert. Roger, geht in Ordnung. Was jetzt, Sir? Bumm. Sind unterwegs. Oh, kein Tor. Wir rücken aus. Ja, dann kann ich hier meine Truppen auch wieder rausholen. Ah ja, sieh mal an. Die holen echt die Hubschrauber runter, du. Nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, was für Millimeter die schießen. Ja, Sie sind ein echter Lebensretter, Parker. Jetzt sollten wir hier schleunigst weg. Wir müssen durch die Unterführung nach Osten. Ich weiß, im Gegensatz zu dir. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Sichern Sie das Depot, Lieutenant Parker. Jo, dann werden wir die jetzt mal... Ach ja, gucken wir mal. Ich habe noch weitere Artillerieunterstützung für Sie. Nutzen Sie sie, um das Gebiet zu fördern. Ja, die muss ich auch noch hier wir sind in Bereitschaft und feuerbereit. Er hat ja eigentlich den Befehl. Ich dachte, wir sollten uns zurückziehen. Das werden wir auch, Private. Aber wir müssen organisiert bleiben. Zur Hölle damit, Sir. Wenn wir überleben wollen, sollten wir jetzt losrennen. Da stimme ich dir ausnahmsweise mal den Bällen zu. Weg, wenn es nichts Wichtiges gibt. Das Versorgungsdepot ist gesichert. Dort bekommen Sie Ihre Verstärkung, Parker. Sorgen Sie unbedingt dafür, dass die LZ sicher bleibt. Halten Sie durch, Parker. Ich habe Verstärkung zu Ihrer Versorgungs-LZ geschickt. Achtung an alle! Ich bin alles, was noch vom zweiten Platoon übrig ist. Und ich verschwinde jetzt aus der Stadt. Ich rate allen, dasselbe zu tun. Sie ziehen sich gefälligst diszipliniert zurück, Private. Das ist ein Befehl. Mein Hammer, den bräuchte ich auch mal hier. Ach du Scheiße! Ziemlich viel los hier! Tempo, Tempo! Wo waren Sie die Raketen ab? Erzwinge jetzt Zugang! Feind ist besiegt! An alle Einheiten! Vor jedem Positionswechsel bei mir melden! Sammelpunkt ist Position 2-4, falls Ihr Befehlshaber fällt! Bei dir melden! Du bist eigentlich nicht mal Befehlshaber, aber... Panzerabwehreinheit hier, Sir. Verdammt, Sie haben zu lange gebraucht. Die Unterführung ist blockiert. Jetzt müssen Sie sich da irgendwie rauskämpfen. Also noch, ja, eigentlich hätte ich nicht noch mehr Trainer, noch kürzer halten können. Bum, 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 bum. Tot. So läuft das. So läuft das. Ja, rückt mal bitte aus. Rennt da mal bitte hin. Ja, ich gucke mal, wie hier aufgeräumt wird. Komm, als ob ich zu spät wäre. Das ist ja der Hammer. Ja, da hinten bitte auch noch. Schaut's da hinten aus. Ah, die gehört immer noch in meinem Versorgungs.
Oh, ich brauche jetzt auch im Moment gar keinen Humvee zum Reparieren. Ist aber, wo der rumfährt hier. Ist der verarscht? Ja, wir säubern jetzt die Unterführung. Was ist das für eine Unterführung? Wir Eagle 6. Interessant. Captain Bannon, sind Sie das? Ich würde sagen, die haben wir mal genommen, ne? Wie zum Teufel? Keine Zeit, Captain. Bringen Sie alle Leute, die Sie haben, zu mir zur I-90-Brücke, verstanden? Oh, Colonel. Sir, ich... Ein einfaches Ja reicht, Bannon. I-90-Brücke. Ja, Sir, wir kommen. Bannon, over. Ich wäre das mal interessant, ob die Schauplätze wirklich so gut dargestellt sind. Der Kingdom in... Seattle oder diese I-90-Brücke, ob es die überhaupt gibt. Ha, ja. Armeeverdienstmedaille, Ordensband der Landesverteidigung. Ja, wir haben doch alles erfüllt. Ja. Na, dann machen wir doch gleich mal weiter. Guten Morgen. In Seattle braut sich was zusammen. Was haben wir jetzt hier? Ein Problem, General? Die Meldungen sind etwas vage. Aber russische Truppen haben es anscheinend geschafft, sich mit getarnten Frachtschiffen in den Hafen zu schleichen. Wollen Sie damit andeuten, dass sich russische Soldaten auf amerikanischem Boden befinden? Dass wir überfallen wurden? Ja, Sir. Und es scheinen noch mehr zu kommen. Wir haben sehr wenige Einheiten dort. Und die leisten Widerstand so gut es geht. Mein Gott. Anscheinend, ne? Welche Optionen haben wir? Ziemlich wenige, Sir. Wenn wir Divisionen aus Europa zurückholen, verlieren wir... Ich weiß. Aber haben wir denn... Gar nichts, um unser eigenes Land zu verteidigen. Ich habe... Alle verfügbaren Einheiten nach Westen beordert, Sir. Wer hat das Kommando? Colonel Sawyer, Sir. Ein echt zäher Brocken. Na, hoffentlich. Versammeln Sie den Stab. So Besprechungsraum. Die 20 Minuten. Jawohl, Mr. President. In die Rüstungsindustrie stecken, müssen die eigentlich auch da was haben. Auch wenn die, also zwei Fronten, wir das dürfen das machen, so viel wie die in die Rüstung. Der Nachthimmel hinter uns erglühte von all den Feuern in der Stadt. Einige sprachen später von geordnetem Rückzug, aber das schien nur so, weil wir alle in dieselbe Richtung wegrannten. Seattle fiel in dem Moment, als die Schiffe in den Hafen einliefen. Und es gab nie eine Chance für uns, die Stadt zu halten. Ich versuche zu vergessen, dass wir so viele Menschen zurücklassen mussten. Captain Bannon hielt so etwas wie Ordnung aufrecht, aber ich werde wohl nie erfahren, ob wir tatsächlich seinen Befehlen gehorchten oder ob sie nur zufällig das waren, was wir ohnehin taten. Ich hätte die beiden Brücken hier gesprengt. Wir folgten der Autobahn in die Vorstadt. Ah, die haben sie sogar wirklich gesprengt. Dicht auf unseren Fersen. Die sprengen vielleicht. Es war bereits Artillerie in diesem Gebiet eingeschlagen. Könnte man machen. Und ich erinnere mich an eine Schaufel. Vielleicht ist es diese Brücke, wo wir uns treffen. Neben einem schwarzen Krater lag. Boah. In diesem Moment wurde mir klar, wir wurden überfallen. Und nichts würde mehr so sein wie früher. In dem Moment erst? Sorry, aber wenn du das in dem Moment erst klar wird, hast du irgendwas verpasst. Du warst gerade gekämpft. In Seattle mit Panzern und Vororte von Seattle. 17 Uhr, Tag der Invasion. Aha, okay. Also schön gemacht haben sie es ja. Kleine Mädchen guckt sich um. Wow! Ja. Wow, das sind verdammt viele. Die sollten sich mal beeilen. Die Hosen sehen Stücke. Irgendwie ja, viel. Wir werden sie wohl beschützen müssen, verdammte Zivilisten. Ich wüsste zu gern, wann Colonel Sawyer endlich hier ist. Wir brauchen die Verstärkung. Ja, echt so, verdammte Zivilisten. Weiter zum Brückenkopf, Parker. So ein Idiot, ey, diese Bannon. Okay, Parker, wir verschanzen uns hier, während wir auf den Colonel warten. Errichten Sie eine Verteidigungslinie bei der Autobahn. Die Roten dürften bald hier sein. Bradley Infanterie fahren zu Koordinaten. Motor läuft zur schnelle Fahrt. Melde, Dienst stehen in Position. Rennen zum Ziel, Sir. Schwere Infanterie ein. Infanterie ist unterwegs. Rennen wie befohlen. Jo, renn mal. Wieder eine darf da hinterher. Wir müssen die Positionen einrichten und zwar schnellstens. Ui, aber schön gemacht. Die Russen scheinen uns eingeholt zu haben, Leute. Nicht weit von hier wurden russische Späher gesichtet. Ist doch nicht besorgniserregend, aber ich habe das Gefühl, es kommen noch mehr.
Also das ist schon geil gemacht, wenn man da so ranzoomt. Verdammt, Sie sind schon da! Feuer erwidern! Und denken Sie daran, dass wir keine Verstärkung anfordern können, gemacht. Parker! Sind unterwegs, Sir! PA-Team rückt zum Zielort vor. Rennen zum Ziel, Sir. Bereit zum Dienst. Rennen wie befohlen. Panzerabwehreinheit hier, Sir. Sind unterwegs, Sir. Wir machen hier mal einen ganz kurzen Stellungswechsel. Die Panzerabwehreinheiten will ich lieber da unten haben. Panzerabwehreinheiten. Meine Fresse. Ich kann schon echt nicht mehr rein. Infanterietransporter ist bereit. Wir sitzen in der Klemme. Na gut. Guter Schuss, weiter so. Noch kann ich die so lassen, aber. Sind unterwegs, Sir. Nur mit den Humvees. Das ist halt ziemlich schwer. Ja, geht mal in den Grenzbereich, weil dann ist es so, wenn man in den Grenzbereich reingeht, wird hier was aufgebaut. Hier seht ihr, wir haben hier eine MG befestigt. Hier wird jetzt gebaut. Sie verladen sie gerade in Schulbusse. Wir müssen sie erreichen, bevor die Kommis sie wegbringen. Wir beeilen uns, Sir. Folge schnelle Fahrt. Das Fahrzeug ist fahrbereit. Transportwagen meldet sich einsatzbereit. Sind unter Feinde in Sicht. Das nenne ich Kampfgeist, Parker. Los jetzt! Erledigen Sie alle, dann können wir die Zivilisten wegschaffen. Ja, Sir, fahren zu Koordinaten. Bradley ist in Bewegung. Feind im Visier. Rolf, fahr los! Wir kriegen Druck! MTV greift Feind an. Roger geht in Ordnung. Feind-Erfassung. Wir werden angegriffen. Ja. Ach, hol doch mal bitte die Jagdmethode drauf. Und? Kaboom! Bradley hier, Sir. Hallo, willst du mich verarschen? Wieso kommt da jetzt schon wieder einer? Transportwagen für den ja gut, die haben das da einfach unter Kontrolle. Ein Ziel zerstört. Das ist schon schwierig. Was sind da hinten für zwei Punkte? Wir unterstützen die Truppen. Dann los. Das sind zwei Punkte auf der Landkarte. Okay. Einheit verloren. Wir stehen auf das ab. Los, los, los. Wir werden angegriffen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Gut gemacht, Parker. Was? Wenigstens kriegen sie ein paar Sachen hin. Haben wir eine Einheit verloren? Sechs an Captain Bannon. Lagebericht. Fick dich, Bannon, ey, ganz ehrlich. Wir kämpfen an der Brücke und wollen eine Haufe Zivilisten aus dem Gebiet schaffen, bevor die Russen in Massen hier anrücken. Parker, bitte komm! Beim Haus von General Levinson wurde russische Infanterie gesichtet. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Seine Familie ist noch drin und muss evakuiert werden, bevor es zu spät ist. Woher diese Bastarde bloß eine Adresse haben? Ausweichmanöver! Schützenteam, wir steigen jetzt den Transporter. Ja, dann. Ja, Sir. Wir steigen ein, Sir. Werden wir da jetzt mal hinfahren, ne? Panzerabwehreinheit rückt jetzt aus, Sir. Wir steigen uns Ihre Befehle. Feindliches Fahrzeug wurde bei Ihnen. Nee, wenn man hier gerade einmal nach Bewegung, Bewegung. Ziel zerstört. Erwarten Befehle. Bradley ist in Bewegung. Zu Ihrem Schutz, Sir. Ja, Sir, in Ordnung. Hier haben Sie. Müssen wir beginnen mit den Reparaturen? Wir werden angegriffen. Ist vor Ort und beginnt mit der Reparatur, Sir. Ja, ich kann die auch rein. Habe ich einen hier oder verliere ich hier keinen? Verliere ich hier keinen Panzer? Das sehen wir mal hier. Was wir denn hier bei dir? Retten Sie Familie. Das machen wir doch glatt. Willst du mich verarschen? Wir beginnen jetzt mit der Reparatur. Ja, die sind hier eigentlich alle gut. Hab jetzt. Na los, Ernst, machen! Bewegung! Bring sie da weg! Jetzt haben wir die Familie gerettet. Na los, Tempo, Tempo, wir haben keine Zeit! Warte! Hier, okay. Gut, Sie haben sie rausgebracht. Ach süß, das kleine Stofftier da. Ich gebe dem General Bescheid, dass seine Familie in Sicherheit ist. Kümmern Sie sich jetzt um die restlichen Zivilisten. Verstanden, Captain. Bringen Sie die Zivilisten rüber. Wir rücken jetzt in das Gebiet vor und ich fordere Feuerunterstützung für Sie an. Verstanden, Sir. Parker, wir müssen den Brückenkopf halten, solange die Busse rüberfahren. Lassen Sie ja keine Russen durch. Wir reparieren das Teil jetzt.
Okay, Leute, das ist mein Plan. Parker, Sie übernehmen die Bodentruppen, so gut es geht. Bannon, wenn Sie Einheiten sehen, die Parker nicht schafft, funken Sie mir deren Position, dann gebe ich es an die Artillerie weiter. Die Schulbusse mit den evakuierten Personen fahren jetzt über die Brücke, Colonel. Gut. Lassen Sie keine Russen durch. Die setzen mit Hubschraubern Soldaten auf unserer Seite ab, aber wir sorgen dafür, dass die Straße frei ist. Eagle 6, over. Wir beginnen jetzt mit der Reparatur. Feind besiegt, das Fahrzeug ist Geschichte. Ja, verstanden. Feind besiegt, Sir. Ja, ne? Nutzen Sie sie gut. Infanterie im Waldrichtung Norden. Verstanden. Verstanden, Captain. Ziel markiert. Feind ist im Kampf gefallen. Schulbus. Diese 90-Grad-Kurve perfekt. Das ist immer bombastisch gemacht. Wir haben eine Einheit von dem feindlichen Ziel vernichtet. Zu ihrem Fahren los. Panzer nähern sich aus Nordwesten. Ich habe ihre Zielkoordinaten. Feuerunterstützung im Anmarsch. Ja, okay, also die sind ziemlich schwach. Gebe Unterstützung. Sind noch unterwegs. Mache mich auf den Weg. Jo, dann bin ich mal gespannt. Feuerunterstützung. Feuer auf ein Oh, geil. Parker, der Ivan schickt jede Menge Amphibienfahrzeuge über den See. Seien Sie bereit. Sie haben eine Einheit bei dem Ziel vernichtet, Sir. Schnell, Dalli, Leute. Dalli, lauf! Gute Leistung, Infanterie Leute. Gehabt? Die Busse haben es fast geschafft. Hab ich nicht gesehen. Einheit verloren. Feindliches Ziel zerstört. Was sollen die tun, Sir? Wir haben Vorhang eingesetzt, Sir. Kontakt geht in Ordnung. Eagle 6, schwere Panzer im Süden. Nachricht erhalten. Sehr gut, Captain. Feind ist im Kampf gefallen. Ja, hab jetzt macht den halt scheiße einfach aus. Los, los, los! Dankeschön. Jo, dankeschön. Die evakuierten Zivilpersonen sind ich hab in den Sicherheit. Kopf doch perfekt verteilt. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Russen. Mal ganz ehrlich. Wir haben die erste Welle bewältigt, aber es werden noch mehr kommen. Treffen Sie mich in 10 beim Brückenkopf. Oder wie? Ja, na gut, dann hören wir jetzt auch hier mit der Folge auf. Machen wir hier einen Cut und dann oder machen wir einen Cut, wenn es hier fertig ist mit der Zwischensequenz. Schön, dass Sie noch leben. Und Sie, Captain Bannon, werde ich wohl nie los, hä? Sieht so aus, Colonel. Ich höre, Sie haben bei der Organisation des Rückzugs gute Arbeit geleistet. Ich bin bereit, das Vorgefallene zu vergessen. Aber noch so ein Desaster und Sie sind dran. Verstanden, Colonel. Wir werden sehen. Aha. Das ist Captain James Webb und das sind First Lieutenant Parker und Captain Bannon. Dann hat er irgendwas falsch gemacht. Da drüben soll es hochhergegangen sein. Schade, ich hab's verpasst. Seien Sie froh. Wir müssen die Brücke sprengen, damit die Russen sie nicht benutzen können. Zurück zu ihren Einheiten. Wir machen dann mal weiter. Sina! Welche Einheit? Washington National Guard, Sir. Wir sollten uns heute melden. Unwichtig. Ich brauche eine Ordnanz. Das sind Sie. Holen Sie Ihr Zeug. Wir müssen los. Bis später. Sofort, Soldat. Bannon, wieso zum Teufel haben Sie diese Position befestigt? Sir, das war Parker, der... So. Egal. Eine vorgeschobene Position kann da die sowjetische Hauptstreitmacht aufhalten. Nein, du hast uns das gesagt, dass wir dahin sollen. Das wäre Aufgabe für Sie und Ihre Panzer, Bannon. Begeben Sie sich sofort dahin. Ja, Sir. Bannon, over. Boah. Also ich finde, das Bild ist schon geil gemacht. Also auch generell. Webb und Parker. Der Ivan wird mit vollem Tempo die Autobahn. Machen wir hier einen Cut. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis gleich. Servus. Wenn die schweren Panzer durchkommen, fällt der ganze...